18. August 1988. Ein silberner Wagen verirrt sich in der Kölner Innenstadt. Journalisten schießen fleißig Fotos. Zahlreiche Gaffer versammeln sich um das Fahrzeug. Im Auto zwei bewaffnete Geiselnehmer, eine Komplizin und zwei Geiseln. Die Geiselnehmer improvisieren eine Art Pressekonferenz. Sie stellen ihre Forderungen und beantworten lässig die Fragen der wimmelnden Reporter. Ich habe hier Geiseln und halten Sie nicht daran, was ich gesagt habe. Sie hat gezittert, sterben. Und andere war tot. Fotos mit den Geiseln werden für die Fotografen nachgestellt. Auch die Geiseln werden interviewt. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Also ich habe Angst davor, dass die Polizei nicht darauf eingeht und es dann nochmal so passiert, dass jemand umgebracht wird oder so. Ein 15-Jähriger wurde einen Tag zuvor bereits von einem der Geiselnehmer ermordet. Die Lage ist ernst und die Geiselnehmer sind brandgefährlich. Trotzdem wirken die Bilder wie Szenen aus einem schrägen Krimi. Ganz Deutschland verfolgt die Entführung. Hautnah. Auch wenn einige von euch diese Geschichte sicher schon kennen, lohnt es sich, sie noch einmal aufzurollen. Denn das Gladbecker Geiseldrama ist ein Schandfleck in der Geschichte des deutschen Journalismus und der deutschen Polizei. Wie konnte es zu dieser grotesken Situation kommen? Alles beginnt am Morgen des 16. August 1988 in Gladbeck. Kurz vor 8 Uhr stürmen zwei bewaffnete Männer eine Bankfiliale, um sie auszurauben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Banküberfall mit Geiselnahme hält Polizei und Bürger von Gladbeck in Atem. Noch immer befinden sich zwei Angestellte in der Hand von zwei schwer bewaffneten Räubern in einer Filiale der Deutschen Bank. Die Gangster forderten 300.000 Mark und ein Fluchtauto. Andernfalls drohen sie, ihre Geiseln und sich selbst zu erschießen. Bei den Gangstern handelt es sich um Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner. Beide sind zu diesem Zeitpunkt Anfang 30 und bereits vorbestraft. Die Polizei umstellt das Gebäude. Aus der Bankfiliale gibt Degowski bereits erste Telefoninterviews mit der Presse, weil die Polizei die Leitungen nicht gekappt hat. Am Abend kommt man ihren Forderungen nach. Ein Polizist übergibt, nur mit Badehose bekleidet, das Lösegeld. So wird sichergestellt, dass er unbewaffnet ist. Wenig später kriegen die Täter wie gefordert ihren ersten Fluchtwagen, zugewanzt mit Mikrofonen der Polizei. Die Einsatzkräfte greifen bei der Übergabe des Autos nicht ein. Degowski, Rösner und die zwei Geiseln machen sich mit 300.000 D-Mark auf der Rückbank auf die Flucht. Das Absurde ist, alles wird live im Fernsehen übertragen. Die Pistole ist auf die Windschutzscheibe gerichtet, fährt jetzt an unserem Übertragungswagen vorbei. An einer Tankstelle stiehlt Rösner ein weiteres Fahrzeug. Unbemerkt holt er damit noch kurz seine Freundin Marion Löblich aus der Wohnung seiner Schwester ab. Die beiden kehren dann zurück zu Degowski und den beiden Geiseln und gemeinsam geht die Flucht weiter. Am nächsten Morgen erreichen sie Bremen. Sie glauben, die Polizei und Presse abgeschüttelt zu haben. Tatsächlich werden sie weiterhin beobachtet. Rösner und seine Freundin verlassen das Fluchtauto für knapp eine Stunde. Sie gehen in einer Fegesacker Boutique shoppen. Degowski steigt ebenfalls kurz aus und die Geiseln bleiben unbewacht. Vielleicht könnte man sie jetzt befreien, aber die Polizei greift nicht zu. Denn sie rechnet damit, dass man die Geiseln sowieso bald gehen lässt. Ein bitterer Irrtum. Nur wenige Stunden später kapern die Geiselnehmer einen Bus mit über 30 Fahrgästen in Bremen. Ab hier wird es endgültig grotesk. Es wimmelt nur so vor Schaulustigen und Journalisten. Die Journalisten steigen abwechselnd in den Bus, um Fotos von den versteinerten Geiseln zu schießen. Niemand macht Anstalten, die Flucht fortzuführen. Die Geiselnehmer suhlen sich im Schutz der Öffentlichkeit. Der bewaffnete Rösner gibt vor dem Bus ausführliche Interviews. Wollen Sie denn die Geschichte noch fortsetzen? Ja, wir werden einige Forderungen stellen und werden die nicht erfüllt, dann knallt es. Ne? Und vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich. Ne? Und der letzte ist dann diesen. Ja. Rösner und die Journalisten verstehen sich gut. Sie zünden sich gegenseitig Zigaretten an, der Geiselnehmer darf zwischendurch telefonieren und sie machen gemeinsam Scherze. Die Polizei unterbindet dies kaum. Der Bereich um den Bus wird nicht ausreichend abgesperrt, dafür sind zu wenige Polizisten am Einsatzort. Wieder befiehlt niemand den Zugriff. Die Presseleute verstellen die Schussbahn und sind durch die Nähe zu den Tätern in Gefahr. Die Stimmung wird angespannt.
Rösner bedroht die kleine Tatjana, die Schwester von Emanuele De Giorgi. Einige Geiseln werden in Bremen freigelassen. Der Rest macht sich am späten Abend auf den Weg Richtung Hamburg. An einer Raststätte nehmen zwei Polizeibeamte auf eigene Faust Rösners Freundin Marion Löblich fest. Rösner und Degowski drohen, Geiseln zu töten, wenn Löblich nicht innerhalb von 5 Minuten wieder zum Bus käme. Die Einsatzleitung befiehlt die umgehende Freilassung von Löblich. Sie befindet sich allerdings schon am anderen Ende der Raststätte. Der Schlüssel ihrer Handschellen bricht ab. Wenige Sekunden bevor Löblich am Bus ankommt, schießt Degowski dem 15-jährigen Emanuele Di Giorgi in den Kopf. Er hat versucht, seine kleine Schwester zu schützen, das Mädchen, das wenige Stunden zuvor bedroht wurde. Kein Rettungswagen ist vor Ort. Der 15-Jährige stirbt in derselben Nacht. Der Bus bricht derweil auf in Richtung Niederlande, gefolgt von Polizei und Journalisten. An der niederländischen Grenze kommt es zu einer Schießerei mit den dortigen Behörden. Die Geiselnehmer erhalten ein neues verwanztes Auto von der deutschen Polizei. Der Bus wird abgestellt und ein Großteil der Geiseln wird freigelassen. Nur 2 18-Jährige bleiben bei Rösner, Degowski und Löblich. Sie machen sich ungehindert auf in Richtung Köln. Dort angekommen, verirren sie sich in der Innenstadt. Sie werden umringt wie Superstars. Irgendwann steigt ein Journalist mit ins Auto ein und lotst die Truppe aus der Innenstadt. An einer Autobahntankstelle wird er wieder freigelassen. Wenig später greift das SEK auf der Autobahn plötzlich zu. Es kommt zu einem heftigen Schusswechsel. Der Fluchtwagen wird mit über 60 Kugeln durchlöchert. Silke Bischoff, eine der Geiseln, wird durch einen Schuss aus Rösners Waffe getötet. Die beiden Geiselnehmer, die Komplizin und die andere Geisel, überleben. Das 3-tägige Geiseldrama ist beendet. Degowski, Rösner und Löblich werden verhaftet. Das Gladbecker Geiseldrama war eine Lehrstunde für Behörden und Journalisten. Menschen, die vielleicht nicht hätten sterben müssen, kamen ums Leben. Man verpasste Möglichkeit um Möglichkeit, Rösner und Degowski zu stoppen. Die behördlichen Fehler bei der Koordination der Einsätze wurden in mehreren Beschlüssen aufgearbeitet. Gaffer und Journalisten werden heute konsequent von Tatorten ferngehalten. So etwas soll kein zweites Mal passieren. Journalisten haben im Gladbecker Geiseldrama jede nur denkbare Grenze überschritten. Die Geiseln wurden zum Objekt degradiert, zur nächsten Schlagzeile. Wehrlose, verängstigte Menschen wurden schamlos abgelichtet und instrumentalisiert. Gleichzeitig gewährten die Medien den Tätern Schutz durch ihre Präsenz. Niemand will ein Blutbad mit zahlreichen Verletzten und Toten verantworten, schon gar nicht vor laufenden Kameras. Die Tragödie war Anlass, die Rolle und Aufgabe des Journalismus noch einmal grundlegend zu überdenken. Halt dir nochmal die Knarre an den Hals, ich hab das Bild noch nicht. Wird man aus dem Mund eines Journalisten vermutlich nicht nochmal hören. Cheers. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Auf der Endcard findet ihr ein weiteres Video von uns zu einer deutschen Kriminalgeschichte über kinox.to und außerdem ein Video von Valulis über den Wendler. Ansonsten bis zum nächsten Mal.